Rudi und das Sofa des Zaren. Eine Geschichte aus der Reihe Die Abenteuer und Kriegsverbrechen des Rudi Winkler. Part 1: Koks und Nutten. Als Rudi aufsah, stellte er zu seinem Missfallen fest, dass es begonnen hatte, erneut zu schneien. Im Scheinwerferlicht des herannahenden Opel Blitz tanzten dicke Schneeflocken in einem besorgniserregenden Ausmaß. Nicht, dass Rudi besonders kälteempfindlich gewesen wäre. Dies hatte er sich zu Hause quasi nebenbei abtrainiert. Einer der wenigen Vorteile, wenn man nächtelang der Wilderei nachging oder betrunken und zu Fuß, auch im Winter, weite Strecken wahlweise zwischen Wirtshaus, Bordell und heimatlichem Hof zurücklegen musste. Doch das hier war eine andere Sache. Hier gab es keine kapitalen Hirsche zu schießen und auch keine käufliche Liebe, keine handfeste Wirtshauskeilerei und schon gar nicht das heimische Bett. Hier gab es nur Rudi, seine viel zu dünne Uniform inklusive klamm gewordener Fäustlinge und den Zweiten Weltkrieg, an dem er sich mit wachsendem Unwillen beteiligte. Während der Opel Blitz anhielt und zwei Handvoll Burschen von der Transportfläche kletterten, zündete sich Rudi eine Zigarette an, die er der Gesundheit wegen aber nur paffte. Beim Anblick der eingefallenen Gesichter der jungen Männer, die offenbar aus versprengten Teilen der Heeresgruppe B und der 4. Panzerarmee zusammengeschustert worden waren, kam ihm der Gedanke, dass der gesamte Ostfeldzug möglicherweise zum Scheitern verurteilt sein könnte. Diese Erkenntnis war allerdings mehr dem Zufall als tatsächlicher abstraktions- oder gar militärisch geschulter Antizipationsfähigkeit geschuldet. Denn Rudis Vergleiche der zeitgleichen Angriffsbemühungen der Wehrmacht in Stalingrad und dem Kaukasus mit einer Wirtshauskeilerei, bei der er es einmal mit gleich zwei Dachsbacher Ortsburschen aufgenommen hatte, hinkte ebenso wie Rudi nach besagter Keilerei. Sicher. Als grundsätzlich überzeugter Nationalsozialist war es seine Pflicht, den Krieg gegen die Roten Iwans mit Leibeskräften zu unterstützen. Doch im Grunde genommen war sein gesamtes Tun hier eine Farce, das gestand er sich nur nach Monaten im russischen Hinterland bilanzierend ein. Die Beteiligung in einem unübersichtlichen Konflikt wie dem deutsch-sowjetischen Krieg hatte für Rudi anfänglich insbesondere den persönlichen Vorteil gehabt, den heimischen Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Hatte Rudi doch zu Hause in Franken so einige sprichwörtliche Kerben im zugehörigen Holz angesammelt. Da war beispielsweise die stetige, doch im Wesentlichen unbefriedigend gebliebene Belästigung einer Reihe von jungen Frauenzimmern aus der Nachbarschaft und später auch im gesamten Landkreis, übrigens inklusive Diebstahl diverser Unterwäscheteile von unbeaufsichtigten Wäscheleinen. Hinzu kamen einige im Jähzorn begangene Schlägereien mit anderen Trunkenbolden und diverse kleinere und größere Betrügereien. Was jedoch tatsächlich zu Rudis Flucht gen Osten geführt hatte, war ein Tötungsdelikt gewesen. Zu Recht, wie sich Rudi in ruhigen Stunden, von denen es vor seinem Eintritt in die Waffen-SS täglich durchaus einige gegeben hatte, immer wieder einreden wollte. Denn auch wenn er zum damaligen Zeitpunkt rund 19.000 Reichsmark Schulden beim örtlichen Kokshändler, ein unangenehmes, da erfolgreiches Familienunternehmen der Energiels, einer wohlhabenden Sippe aus Nürnberg, angehäuft hatte, so war die Situation, in der es zur fatalen Eskalation kam, doch letztlich die Schuld des sackschleppenden Lieferanten gewesen. Oder etwa nicht. Die Tatsache, dass dieser Mistkerl die bestellten Säcke erst in den Keller geschleppt hatte und dann, freilich nachdem Rudi verkündet hatte, er könne nicht zahlen, doch Koks sei nun mal ein Menschenrecht, Postwänden wieder hochschleppen wollte, war zu viel des Guten gewesen. Rudi hatte den stämmigen, aber unvorbereiteten Kohleschlepper mit einem saftigen Tritt samt Sack die halbe Treppe hinabgetreten, wo dieser mit merkwürdig verdrehten Gliedern liegen blieb. Der Rest war unwirklich und in Rudis Erinnerung seltsam nebulös verlaufen. Der Mann hatte geschrien, bis sein Kopf einige Male wie ferngesteuert mit der Kohleschippe getroffen wurde. Daraufhin hatte Rudi ihn in den leeren Kohlekeller gezogen, anschließend mit der gesamten Wagenladung Koks überschüttet und schließlich noch den nun leeren LKW umlackiert. Geholfen hatte ihm dabei sein Nachbar, der Schweighöfer Michel, der sich, selbstverständlich motiviert durch ein paar Mass und selbstgebrannten Fusel aus der Gartenschuppenbrennerei hinter dem Haus, schließlich bereit erklärt hatte, die Kohlesäcke in den Keller zu schleppen, während Rudi diese in Empfang nahm und die Leiche mit dem Koks überschüttete. Zwar hatte der Schweighöfer Michel seinem Namen anschließend alle Ehre gemacht und den Vorfall tatsächlich verschwiegen, möglicherweise auch vor allem deshalb, weil dieser am Ende voll wie eine Strandhaubitze vor Rudis Tor eingeschlafen war und sämtliche vorherige Geschehnisse des Tages vergessen hatte. Aber da waren ja noch die vermaledeite Frau und die vier Kinder des Kohleschleppers. Diese alarmierten nach einer schlaflosen Nacht schließlich die Gendarmerie der Neustädter Ordnungspolizei, die alsbald den nur stümperhaft umlackierten Lastkraftwagen, teilweise hatte Rudi die orange-rote Farbe bis auf die Reifen geschmiert,
der Energiel und Söhne auf dem Winglischen Hofe entdeckte und eine Fahndung einleitete. Rudi, der gerade von einer Zechprellerei in Siedelbach zurückkehrte, entdeckte die Gendarme auf der Höhe des Ortseingangs und ergriff augenblicklich die Flucht. Die schmelzenden Schneeflocken auf Rudis Brille lenkten seine Aufmerksamkeit wieder auf die aktuelle Situation. Hier stand er nun, mitten in Stalingrad, einer zerbombten Stadt, die sein verfluchter Namensgeber um keinen Preis der Welt aufgeben werden würde. Und während er einige Kameraden aus der Logistikkompanie dabei beobachtete, wie sie diverse Kisten und Kasten auf den freigewordenen Opel Blitz verluden, kam ihm eine der seltenen Ideen, die nicht Kind seiner Impulsivität und seines Jähzorns waren. Dieser Krieg musste sich für ihn durch ein oder andere mehr oder weniger gewiefte Schachzüge in bare Münze umwandeln lassen. Die Frage war nur wie. In den nächsten Tagen sondierte Rudi seine Möglichkeiten und verwarf hierbei nach und nach die Ideen, die ihm spontan in den Sinn kamen. Das Verkaufen von deutschen Sturmgewehren an die chronisch unterbewaffneten Sowjets hätte ein Militärgericht leicht als Verrat und Unterstützung des Feindes deuten können. Die monetären Bedürfnisse eines fränkischen Tagelöhners wären wohl kaum entlastend genug gewesen, und so sehr es auch manchmal verspannt war, Rudi legte großen Wert auf ein undurchschossenes Genick. Nein, der Schaden durfte nicht bei einer Partei liegen, die sich in irgendeiner Form zur Wehr setzen oder Rudi nachträglich in Regress nehmen konnte. So viel war klar. Und noch während er über die Möglichkeit nachdachte, ob man wohl von Seiten des Oberkommandos einen zivilen Prostitutionsring unter Rudis Kontrolle im Lager geduldet hätte, kam der Befehl zu einem erneuten Angriff auf das Stadtzentrum von Stalingrad. Part 2: Die neue Garage. Die Sonne schien durch den hellen Stoff der Damenunterwäsche, die Rudi sich über das Gesicht gezogen hatte, und in der Ferne verhallten einige Hammerschläge, die das Gezwitscher der Vögel im nahen Wald übertönten. Rudi lag auf dem Rücken, den Kopf auf den dahinter verschränkten Armen gebettet, während er ein Bein über das andere gelegt hatte und lässig damit wippte. Sein neuerlicher Streifzug war erfolgreich gewesen. Die Hubermarie, eine etwas in die Jahre gekommene, pummelige, aber noch halbwegs attraktive Bauernmarkt, hatte heute Wäsche gewaschen. Rudi hatte diese Gelegenheit genutzt und das noch ungewaschene Höschen aus ihrem Korb entwendet, während er ihr zur Ablenkung ein feuchtes »Grüß Gott, Frau Huber, Sie sehen etzettel aber immer noch richtig eng aus« zugelallt hatte. Noch während er diebisch an ihre arglose Entgegnung dachte, hörte Rudi, wie sein Name gebrüllt wurde. Blitzartig beschleunigte sich sein Puls, der Bauch verkrampfte sich und sein Atem stockte. War er nun wieder erwischt worden? Würde man ihn wie damals nach dem Hühnervorfall vor versammelter Dorfgemeinschaft ins Wirtshaus zerren, wo sein Vater saß und wo man ihn vor allen Gästen der Unzucht mit Tieren beschuldigt und ihm zum Beweis die Hose heruntergerissen hatte, die seinen mit Blut und ein paar Federn verklebten Pipi-Mann versteckt hatte? Rudi beschlich ein Gefühl der Ohnmacht und wieder ertönte ein langgezogen gebelltes »Rudolf«, doch eindeutig aus der Ferne die Stimme seines Vaters. Erleichtert zog sich Rudi das Höschen vom Gesicht und richtete sich auf. Im Gehen verstaute er es sicher in seiner Gesäßtasche und versuchte mit Gedanken an asexuelle Dinge gegen seine Erektion anzukämpfen, während er Fuß Richtung heimatlichen Hof setzte. Dort angekommen erblickte Rudi seinen Vater auf einem Gerüst, das an dem neuen Nebengebäude gegenüber des Wohnhauses aufgebaut war. Der alte Mann schien erfreut über die soeben erfolgte Fertigstellung des Nebengebäudes und stolperte bei Rudis Anblick und möglicherweise auch aufgrund der 5-8 Brotzeitbiere über den Malereimer auf dem Gerüst, der scheppernd neben Rudi auf dem Boden aufschlug. Nachdem er leicht schwankend die Leiter heruntergestiegen war und seinem Sohn etwas kraftvoller als nötig den Arm auf die Schulter gedonnert hatte, verkündete er krakeelnd und mit Bier- und Wurstschwangerem Atem, dass dieser Prachtbau weit mehr als nur eine Garage sei. Ja, und schon gar kein einfacher Schuppen, nein, dies sei vielmehr ein Allzweckgebäude, in dem Rudi, sofern dieser erst einmal eines Tages in seine Fußstapfen getreten sei und den Hof übernommen habe, sowohl mal ein Auto unterstellen als auch Brennholz für den gesamten Winter trocken lagern könne. Darüber hinaus sei er sicher, dass Rudi es mal zu etwas bringen und sicher ein Auto besitzen werde, sofern er sich vom Schnaps und kostspieligen Frauenzimmern fernhalte, wovon er, der Vater, aber fest ausginge, denn Rudi sei ja nicht zu einem vernagelten Idioten erzogen worden. Noch während der Vater lauthals monologisierend fortfuhr, imaginierte Rudi, wie er mit einem schicken Gefährt, ja, vielleicht sogar einem Mercedes, die Gegend unsicher machen und sowohl die Hurenhäuser Nürnbergs als auch diverse Bahnhofsspelunken schlagartig in erreichbare Nähe rücken würden, sobald er nur ein Auto besäße.
Und auch das Schwarzfahren mit der Reichsbahn hätte ein Ende, denn spätestens mit dem Antritt seines Erbes würde auch das wochenlange harte Arbeiten bei den Bauern in der Umgebung oder in der Holzspielwarenmanufaktur in Fürth ein Ende haben. Part 3. Samt und Palisander. Mit der partiellen Besetzung des Mamajew-Hügel im Winter 1942 gelang es den deutschen Truppen in Stalingrad, eine strategisch günstige Position im Kampf um das Stahlwerk Roter Oktober und das zur Panzerfabrik umgerüstete Dzerzhinsky-Traktorenwerk einzunehmen. In diesem Zeitraum begnügte sich Rudi bis auf Weiteres damit, von dieser erhöhten Position aus mit schwerem Geschütz auf zivile Boote zu feuern, die versuchten, die teilweise gefrorene, jedoch nicht tragende Wolga zu passieren. Nachdem Rudi am 2. November gegen 16.30 Uhr etwa auf der Höhe der Dzerzhinsky-Barrikaden ein Boot in Brand geschossen hatte, ließ er es sich nicht nehmen, sein Tun mit Hilfe eines geborgten Feldstechers aus der Nähe zu begutachten und genoss, erquickt durch seine eigene empathielose Schadenfreude, wie die verzweifelten Zivilisten ihr Hab und Gut über Bord ins eiskalte Wasser warfen und selbst, mal mehr, mal weniger vollständig, was ihre Körperteile betraf, hinterher sprangen oder sich, sofern sie durch die Phosphorgranate in Brand geraten waren, auch ohne ihre Habseligkeiten in die Wolga stürzten. Beim Anblick der vielen umhertreibenden Koffern und Taschen, die nicht mehr von ihren Besitzern gerettet werden konnten, durchfuhr Rudi ein Geistesblitz, der ihn vor sich selbst beschämte, da er nicht schon vorher darauf gekommen war. Ja, die Zivilbevölkerung müsste geplündert werden. Dies und nur dies allein würde Rudi sich zum Ziel machen. Im Januar 1831 genehmigte sich der Möbelschreinermeister Alexei Kipuschin in seiner bescheidenen Traditionswerkstatt in Kamenk an der Wolga einen Holundertee mit Honig, den er sich beim Blick auf die Zeitung schmecken ließ, als er einem Kutschgespann vor seinem Haus gewahr wurde, das mit Getöse auf seinen Hof preschte. Nachdem er die Zeitung beiseite gelegt und zum Fenster getreten war, erkannte er durch das an den Rändern beschlagene Fensterglas eine verhältnismäßig edle Kutsche, die sich in diesem Augenblick seitlich öffnete und einen mittelgroßen, schlanken Mann in Botenuniform hervorbrachte, der nun zügig auf Kipuschins Tür zuschritt. Noch bevor dieser öffnen konnte, war der Mann schon mit energischen Schritten in den Raum getreten und verkündete, viel zu laut für den kleinen Raum, dass er der Lakai des Zaren Nikolaus des Ersten sei und hiermit eine Großbestellung aufzugeben habe, die, sollte es denn überhaupt nötig sein, denn Kipuschin sehe mit seiner Tasse in der Hand nicht gerade schwer beschäftigt aus, selbstverständlich sämtlichen anderen Aufträgen vorzuziehen sei. Alexei, der aufgrund seines unbestreitbaren Könnens einen Ruf zu verlieren hatte, stellte die Tasse rasch beiseite und sicherte unverzüglich seine gesamte Kapazität zu, um sich anschließend knapp die Details des Auftrags und einige weitere Unverschämtheiten anzuhören, bevor der Lakai sich flink den Pelzhut aufsetzte, zum Abschied nickte und das Büro wieder verließ, ohne die Türe hinter sich zu schließen. Auf halbem Wege zur Kutsche wandte er sich jedoch noch einmal um und rief, wieder etwas voluminöser als für die kurze Distanz bis zur offenen Tür nötig, »Der Zar werde Kipuschin sicherlich ausgesprochen dankbar sein«, stieg ein und fuhr davon. Nachdem Alexei sich wieder an seinem Tisch niedergelassen und die mittlerweile kalte Teetasse beiseite geschoben hatte, studierte er, diesmal mit der einem Handwerker gebührenden Ruhe und Gelassenheit, den Auftrag des Zaren, der selbstverständlich nur schriftlich vertreten durch den Hofmeister Konstantin Pawluschenko bzw. dessen Sekretär anlässlich der Einweihung seiner neuen Sommerresidenz bei Zarazyn freundlichst um die Fertigung einer Salonausstattung, einschließlich Spiegelrahmen, Vitrinen, Tischen, Sesseln, einem Büchsenschrank sowie ein gefedertes Kanapee mit einem edlen grünen Samtbezug und Füßen aus Palisander ersuchte. Part 4 – Das Stück 3. Der blutige Häuserkampf in Stalingrad gestaltete sich für die zunehmend unterversorgten deutschen Truppen mit dem weiteren Schlachtverlauf zu einem wahren Fiasko aus. Bereits während der Kämpfe am Donnenbogen im Spätsommer hatte Rudi mehrfach und ernsthaft mit dem Gedanken an Fahnenflucht gespielt, sich letztlich jedoch nicht an den Gedanken gewöhnen können, auf dem Rückzug möglicherweise deutschen Speereinheiten oder gar sowjetischen Partisanen in die Hände zu laufen und diskussionslos hingerichtet zu werden. Die Frage, ob das Wagnis zu desertieren ein möglicherweise lohnendes sein könnte, stellte sich für Rudi erst wieder, als er durch einen administrativen Fehler das erste Mal im gesamten Kriegsverlauf in eine Führungsposition gehoben wurde. In den Berichten zur Lage am Mamajew-Hügel wurde Rudis Name im Zusammenhang mit insgesamt 12 Abschüssen sogenannter feindlicher Marinefahrzeuge genannt.
Der Umstand, dass es sich in Wahrheit um 11 unbewaffnete Fähren und einen zugegebenermaßen recht großen Esel handelte, der bereits Tage zuvor am Wolga-Ufer verendet war, ging buchstäblich im Chaos unter. Hinzu kam das Bestreben der Befehlshaber um General Friedrich Paulus, den Häuserkampf möglichst schnell zu beenden, da Paulus sich dazu hatte hinreißen lassen, bei einem persönlichen Treffen mit Hitler die restlose Eroberung von Stalingrad binnen der nächsten 14 Tage anzukündigen. Die mehr als unglückliche Verkettung dieser Umstände hatte schließlich zur Folge, dass Rudi mit Pauken und Trompeten in die Position eines Panzerkommandanten versetzt wurde und die Verfügungsgewalt über ein bis dato tadelloses Stuck 3 und die dazugehörige Besatzung erhielt. Bereits am ersten Tag musste Rudi davon abgehalten werden, im Übermut die Kettenschürzen des Stucks mit großflächigen Obszönitäten zu versehen und die Hohlladungsgeschosse mit Zimmerit zu bestreichen. Noch am selben Abend konnte der Ladeschütze gerade noch verhindern, dass Rudi eine Mörsergranate mit Aufschlagszünder dazu verwendete, Eis vom rechten Führungsrad der Kette zu hämmern, bevor es in den nächsten Tagen zur ersten echten Bewährungsprobe des frisch gebackenen Panzerkommandanten kommen sollte. Am 11. November 1942 beschränkte sich der sowjetische Widerstand in Stalingrad in Gestalt der 62. Armee unter General Wassili Tschuikow lediglich auf drei voneinander abgeschnittenen Stellungen entlang der Wolga, die fortwährend unter feindlichem Beschuss standen. Der Gegner sollte aus deutscher Sicht mit Blick auf die bereits ohnehin bestehende Blockade des Flusses großzügig sturmreif geschossen werden, bevor kleinere Stoßtruppen vordringen würden, um Stalingrad auf diese Weise endgültig zu erobern. Dieser Befehl kam quasi von ganz oben, denn Hitler hatte drei Tage zuvor während seiner Rede im Münchner Löwenbräukeller verkündet, er wolle keinesfalls ein zweites Verdun riskieren. Wieder einmal reichlich uninformiert über derlei politische und militärtaktische Überlegungen, war Rudi mit weitaus pragmatischeren Dingen beschäftigt. So hatte er am Morgen vor seinem ersten Kampfeinsatz als Kommandant bereits diverse Flaschenverstecke im Munitionslager des Stucks eingerichtet und seine Winkelspiegel mit aufreizenden Bildern von, wie Rudi sich ausdrückte, jungem Gemüse beklebt. Als gegen 6.30 Uhr der Befehl anging, Rudi möge samt seiner Besatzung am Angriff von Nordwesten aus auf die nördlichen Werkhallen des Stahlwerks Roter Oktober teilnehmen, hatte dieser nach einem privaten Zechgelage gerade einmal 4 Stunden geschlafen, wie er seinem ihn weckenden Fahrer mürrisch entgegenbellte und dabei dessen Uniform mit kleinen Spucketröpfchen verzierte. Doch ein Befehl war nun mal ein Befehl und so setzte Rudi sich schließlich vor seine verklebten Winkelspiegel und überließ dem Fahrer die wesentlichen Entscheidungen. Im Verlauf des Morgens gelang Rudi sodann tatsächlich so etwas wie ein indirekter militärischer Erfolg, als der MG-Schütze eine sowjetische 45mm Panzerabwehrkanone erspähte und sogleich unter Feuer nahm, während Rudi umständlich nach einem heruntergefallenen Stück Dosenfleisch suchte und dabei dem Schützen mehrfach fluchend gegen den Rücken trampelte, sodass dieser insgesamt streuender schoss und die Packbesatzung traf, wobei zwei Soldaten tödlich getroffen wurden und einer durch einen Magendurchschuss etwas schwerer verletzt wurde, aber noch bei Bewusstsein zu sein schien. Ohne die Winkelspiegel zu nutzen, geschweige denn sich dem feindlichen Feuer im Allgemeinen und weiteren Panzerabwehrkanonen im Besonderen bewusst zu sein, befahl Rudi ein weiteres Vorpreschen, was schließlich zur Folge hatte, dass die 45mm Pack samt dem dahinter befindlichen verwundeten Russen plump überrollt wurde. So und so ähnlich vergingen auch die kommenden Tage, die unter den anderen Panzerkommandanten der zugehörigen SS-Kompanie schon bald den Begriff des sogenannten Winklerglücks aufkommen ließen, da sich Rudi durch schier unbegreiflichen Dusel aus den gefährlichsten Situationen herauszuwinden verstand. So zum Beispiel durchquerte Rudis Stuck am 13. November, dies war auch noch ein Freitag, alleine und ohne Rücksicht auf Verluste ein russisches Minenfeld auf dem Nikolajew-Platz und wurde trotz schwerstem Mörserbeschuss nicht getroffen. Bei einer weiteren Gelegenheit gelang es Rudi zufällig, ein verstecktes russisches Treibstofflager aus nächster Nähe zu beschießen, wobei das Stuck zwar selbst in Brand geriet, jedoch weitestgehend unbeschädigt die Stellung halten konnte, bis nachrückende Pioniere das Feuer löschen konnten und erstaunt feststellten, dass offenbar weder der Motor noch die Funkanlage ernsthaft beschädigt worden waren. Rudi selbst hatte, bedingt durch selbst angesetzten Most, der nun in seinem Kopf waberte, den Brand seines Gefährts nicht einmal bemerkt und das Stuck kurze Zeit später nur deshalb verlassen, weil er hatte austreten müssen. Part 5: Der Kommandant ohne Socken. Mit dem siegreichen Ende des russisch-osmanischen Krieges im Jahre 1829 begann auch der Umbau des Zarenpalastes bei Sarrazin zur Sommerresidenz, der bis zum Frühjahr 1831 andauerte.
Nachdem der Möbelschreinermeister Alexei Kepuschin sich zunächst den bestellten Tischen und Spiegelrahmen angenommen hatte, schickte er seinen Gesellen, um in Kameng den bereits zuvor bestellten Samt zu kaufen, den dieser am selben Nachmittag mitbrachte. Und was für ein edler Stoff dies war! Als Alexei ihn vorsichtig prüfend betastete, hatte er das Gefühl, seine Hand über die weiche Haut einer schönen Frau zu führen. Er ertappte sich sogar nach einigen Sekunden dabei, dass er tatsächlich die Augen geschlossen hatte und vergewisserte sich etwas beschämt vor sich selbst, dass er allein in der Werkstatt war. Ja, das von ihm hieraus gefertigte Sofa würde einem Zaren würdig sein. Rudis fälschlich erworbener Ruf als Tausendsasser auf Ketten war einer der Gründe dafür, dass er trotz geringer Erfahrung als Kommandeur als eine der wenigen gepanzerten Einheiten in Richtung Norden geschickt wurde, als in der Nacht vom 18. auf den 19. November die sowjetische Gegenoffensive rund 100 Kilometer vor Stalingrad begann. Durch seinen bis dato eingeheimsten Ruhm erlaubte es sich Rudi daher auch, seinen initial gefassten Plan, nämlich die Sowjets durch auf den Panzer gepinselte Obszönitäten zu verhöhnen, in die Tat umzusetzen. Mit knallroter Farbe pinselte er daher gut sichtbar das Wort Arschlöcher auf die linke Kettenschürze des Stucks und kam sich ab diesem Zeitpunkt noch heroischer vor. Sein Plan, auf die rechte Seite ein gewaltiges Hakenkreuz zu pinseln, scheiterte jedoch aufgrund Rudis Unfähigkeit, komplexere geometrische Figuren nachzumalen, sodass er schließlich aufgab, sein missratenes Werk durchstrich und sich zu Tische begab. Zunächst hatte sich das Oberkommando und allen voran Hitler höchst selbst geweigert zu glauben, dass die Sowjetunion genügend Kräfte für einen Gegenschlag aufbringen könnte und die Sicherung der Flanken um Stalingrad daher der rumänischen und italienischen Armee überlassen, während die 6. Armee der Wehrmacht, unterstützt von Teilen der Waffen-SS, den Häuserkampf in Stalingrad ausfochte, der zwar seit dem Wintereinbruch mehr und mehr zum Erliegen gekommen, nun aber kurz vor der siegreichen Beendigung zu stehen schien. Just in diesem Augenblick erfolgte die Gegenoffensive unter General Schukow, der bereits im Dezember 1941 maßgeblich zur erfolgreichen Verteidigung Moskaus beigetragen hatte und nun unter absoluter Geheimhaltung massive Truppenverlegungen ins Umland von Stalingrad arrangiert hatte, um mit einer Zangenbewegung von Norden und Süden Kalatsch am Don zurückzuerobern und die 6. Armee einzukesseln. Als Rudi im Verlauf des 19. November mit einer Gruppe aus insgesamt 6 Panzern zu Aufklärungszwecken Richtung Norden kommandiert wurde, war das Ausmaß des Widerstandes kaum vorhersehbar. Etwa eine Stunde entfernt geriet der Konvoi unter schweren Beschuss durch sowjetische Partisanen, die einen Hinterhalt gelegt hatten, um Aufklärungsversuche aus Richtung Stalingrad zu unterbinden. Rudi, der während der Fahrt gerade seine Socken mit dem Wasser aus der Feldflasche des Richtschützen gewaschen und zum Trocknen auf den Lauf des MG-34 gehängt hatte, wurde buchstäblich kalt erwischt. Nachdem die ersten beiden Treffer, der eine frontal, der andere seitlich auf die Kettenschürze, noch abgeprallt waren, wurde die Panzerung des Stucks schräg seitlich von einer 76mm Granate durchschlagen. Augenblicklich fiel der Funk komplett aus und Rudi wurde unangenehm von schmieriger Hydraulikflüssigkeit bespritzt, während Richt- und Ladeschütze von Schrapnellteilen getroffen zusammenbrachen. Nahezu zeitgleich wurde die Kette des Panzer IV getroffen, der nach Rudis Stuck an zweiter Position gefahren war, sodass die folgenden Fahrzeuge hinter der rund 25 Tonnen schweren unfreiwilligen Straßensperre zum Stehen kamen und daraufhin mit Maschinengewehrfeuer auf die Seeschlitze, Brandflaschen und Handgranaten bedacht wurden. Rudi, immer noch ohne Socken und Stiefel am Leib und unfähig, das Ersatzfunkgerät zu finden, geschweige denn zu benutzen, sah sich mit einer chaotischen Lage konfrontiert, deren Lösung er nicht auf ein fähiges Besatzungsmitglied abwälzen oder durch das oft im Mostrausch besungene Winklerglück regeln lassen konnte. So entschied Rudi spontan, Besserreis auszunehmen und gab dem noch verbliebenen Fahrer Order, seitlich über die verschneiten Felder zu preschen und Richtung Waldgrenze zu fahren, während er mit Hydraulikflüssigkeit verschmierter Brille den Kopf aus der Luke streckte und gerade noch erhaschen konnte, wie die Partisanen den manövrierunfähigen Panzer IV samt Besatzung in Brand steckten. Part 6: Beute. Im März 1831 hatte Alexei Kepuschin den Auftrag des Zaren vollständig erfüllt und bedauerte dies beinahe. Zwar wurde er nach 2 Monaten harter Arbeit nun mehr als nur fürstlich für die tadellose Qualität entlohnt, doch gleichzeitig bedeutete dies, dass Alexei auch das Sofa abgeben musste, auf dem er nach dessen Fertigstellung nun fast jede Nacht geschlafen hatte. Zunächst war es ihm wie ein sündiges Unterfangen erschienen, sich auf dem Sofa zur Nachtruhe zu betten,
Doch nachdem er eines Mittags, nach dem Genuss eines Tellers herzhafter Pelmeni, auf dem gerade fertig gewordenen Sofa Probe liegen wollte, hatte ihn der Schlaf übermannt und so gut hatte er seit Jahren, ja vielleicht schon nicht mehr seit dem Säuglingsalter geschlafen. Auch die Halbwahrheiten, die er diesbezüglich seiner Frau Larissa erzählte, belasteten Alexeis Gewissen, denn selbstverständlich war es nicht gelogen, dass er bis spätabends an dem Auftrag arbeitete, doch dass er dieses Sofa dem Bette mit seiner holden, kurvigen Frau vorzog, konnte er nicht äußern, nie und nimmer. Und so nahm Alexei fast ein wenig melancholisch die Entlohnung entgegen, als das Sofa eines Vormittags abgeholt und zu einem Transportkahn gebracht wurde, wo es die Wolga entlang nach Süden und in den Salon des Zarenpalastes von Sarrazin gebracht wurde. Als Rudi erwachte, fror er wie noch nie in seinem Leben. Zwar hatte er sich mittlerweile die Socken und auch die Stiefel wieder angezogen, doch vor dem Aufbruch vergessen, seine Handschuhe und den Mantel anzuziehen. Warum auch? Im Sturmgeschütz war es bei laufendem Motor selbst mit geöffneter Luke recht wohlig. Doch nun lief der Motor nicht. Die Luke war jedoch tatsächlich offen, was zur Folge gehabt hatte, dass die Umrisse der runden Öffnung nun in Form einer 4 cm hohen Schneedecke im Innenraum des Panzers lag. Der Fahrer, dessen Name Rudi sich nicht die Mühe gemacht hatte zu behalten, war verschwunden. Richt- und Ladeschütze lagen jedoch noch mit geöffneten Augen da, wo sie seit dem Einschlag der Panzerabwehrgranate gelegen hatten. Rudi schob die beiden Körper unter massiver Anstrengung auf die Seite und streckte dann den Kopf aus der offenen Luke. Auch die Außenseite des Stucks war dick verschneit und der Panzer halb in einem Gebüsch am Waldrand geparkt, kaum noch als solcher zu erkennen. Nachdem er die beiden Leichen gefleddert und mit Hilfe eines Schraubenziehers sogar einen Goldzahn aus einem der Kiefer gebrochen hatte, presste Rudi sich auf den Fahrersitz und versuchte, das Stuck zu bewegen. Nach etwa 2 Stunden des unreflektierten Scheiterns und weiteren 2 cm Schnee, die durch die immer noch geöffnete Luke gerieselt waren, gelang es ihm, den Panzer halbwegs befriedigend zu steuern und er pflügte durch das verschneite Unterholz Richtung Norden. Etwa eine Viertelstunde später erreichte Rudi eine fast schon idyllische Landstraße, der er völlig unverhohlen folgte. Als er nach etwa 2 weiteren Kilometern einem schwer bewaffneten, etwa 40 Mann starken Partisanentrupp begegnete, den er nicht mal als solchen erkannt hatte, schlug erneut das Winklerglück zu. Die Partisanen deuteten das von Rudi mit roter Farbe und einer gehörigen Portion unfähiger Sauklaue aufgepinselte Wort Arschlöcher als kyrillische Buchstaben, die das Wort Dobitscha, zu Deutsch Beute, zu bilden schienen. Das durchgestrichene Hakenkreuz auf der anderen Seite des Panzers überzeugte auch die letzten Zweifler und Teile der Partisanen salutierten oder pfiffen sogar anerkennend. Nach etwa 30 Minuten Fahrzeit, in der Rudi insgesamt 2-mal in einen Straßengraben und 1-mal in die Steinmauer einer Brücke gefahren war, erreichte er schließlich eine parkähnliche Anlage, die seine Aufmerksamkeit erhaschte. Durch das verschneite Dickicht der Bäume konnte er mit Hilfe eines Feldstechers deutlich die großen Flügeltüren eines herrschaftlichen Gebäudes erkennen und entschloss sich, dass nun die richtige Zeit und der richtige Ort für eine zünftige Plünderung sei. Sodann lenkte Rudi das Stuck in Richtung des Palastes, wobei er diverse Ziermäuerchen, marmorne Blumenkübel und eine Bank überwalzte und hielt schließlich frontal vor der Treppe zum Haupteingang an. Nachdem Rudi ausgestiegen war und sich vom verschlossenen Zustand der Tür überzeugt hatte, entschloss er sich zu einer pragmatischen Lösung und nutzte das schwerste Brecheisen, das er auf die Schnelle auftreiben konnte. Das knapp 24 Tonnen schwere Stuck 3. Wieder einmal kam ihm hierbei das Winklerglück zu Hilfe. Denn mit der brachialen Gewalt, mit der Rudi die Flügeltüren aufdrückte, zündete eine in der Nähe der Tür befindliche Nagelbombe, die exakt für Plünderer wie Rudi dort deponiert worden war. Nachdem Rudi die von Nägeln, Schrauben, Nieten und Glassplittern zerschroteten Möbelstücke in der Eingangshalle durchsucht hatte, widmete er sich den umliegenden Salons. Einen goldgelb getäfelten und reich verzierten Raum inklusive diverser, in Rudis Augen abscheulich geschmackloser Engelsfiguren, ignorierte er geflissentlich, bis er in einem weiteren Salon eine Bar entdeckte, deren angebrochene Flaschen er umgehend in das Stuck lud oder sich je nach Füllmenge direkt einverleibte. Mittlerweile gut angetrunken, inspizierte Rudi die obere Etage und kam nach einigen weiteren kräftigen Schlucken aus seiner Flasche schließlich in einem fliederfarben gehaltenen Ankleidezimmer an, wo er sich einige Stücke an Damenunterwäsche aus einer Schublade einsteckte und von dort aus das Schlafzimmer des Zaren betrat.
Nachdem Rudi der Versuchung unterlegen war, auf die Kopfkissen zu urinieren, leerte er den Rest der Flasche, donnerte diese zum Zeichen seiner Zufriedenheit gegen die gegenüberliegende Wand und ließ sich schließlich auf einem samtenen grünen Sofa nieder, das mit der Rückenlehne am Fußende des Bettes des Zaren stand. Part 7 – Das Kameradenschwein von Kursk. Im Frühjahr 1943 wurde der im Allgemeinen eher unterdurchschnittlich begabte und von Trunksucht gezeichnete Schweighöfer Michel in Ermangelung anderer geeigneter Kandidaten in Hohenfels zum Panzerfahrer ausgebildet und umgehend an die Ostfront verlegt, wo man ihn im Sommer nach kurzer Einweisung in einen 44 Tonnen schweren Panther-Panzer mit 12 Zylinder Maybach-Otto-Motoren und 700 PS setzte und ihn im Rahmen der Operation Zitadelle den Boden der Schlachtfelder des Kursker Bogens umflügen ließ. Nachdem der Schweighöfer Michel seine Aufgaben im Wesentlichen ordentlich erledigte und dabei sogar weitestgehend abstinent blieb, heimste er sich sogar das ein oder andere Lob durch seinen vorgesetzten Offizier ein und befand sich allgemein auf gutem Weg, einen halbwegs brauchbaren Soldaten abzugeben. An einem Sommerabend im August 1943 hatte der Schweighöfer Michel Stellung auf einer Hügelkette nahe Kursk bezogen und überwachte über die tadellos polierten Winkelspiegel eine Kreuzung, als er in der Ferne ein näherkommendes Fahrzeug erspähte, das eine dicke Qualmwolke hinter sich herzog. Sofort erstattete der Schweighöfer Michel Meldung bei seinem Befehlshaber und machte sich bereit, die etwaigen Fahrbefehle umzusetzen, während Richtschütze und Kommandant das potenzielle Ziel, möglicherweise ein russischer T-34, ins Visier nahmen. Nachdem der Kommandant sich davon überzeugt hatte, was da auf die Kreuzung zurollte, gab dieser zunächst vorsichtige Entwarnung, da es sich um ein ordentlich ramponiertes Stuck mit eindeutig längs geborstenem Geschützrohr handelte, auf dem allerhand Gerümpel, offenbar sogar ein Sofa, festgezurrt worden war. Etwa auf Höhe der Kreuzung schien der Motor endgültig den Geist aufzugeben und ein verwahrlost wirkender SS-Mann mit Vollbart und notdürftig geklebter Hornbrille kletterte aus dem Stuck, um einen wutentbrannten Zornestanz auf der Kreuzung aufzuführen und allerhand fränkische Verwünschungen ins abendliche Idyll zu bellen. Der Schweighöfer Michel traute seinen Augen und Ohren nicht, denn er erkannte den brüllenden Lumpen, der nun mit voller Kraft gegen die Kette des Panzers getreten hatte und sich daraufhin wie wild am Boden wälzte, während er sich den Fuß hielt. Noch am selben Abend wurde das restlos runtergerittene Stuck 3 von einem Bergetiger der Regimentspioniere abgeschleppt und Rudi zu einem Friseur geschafft, um ihn wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen. In der Kleiderkammer erhielt er eine neue Uniform und eine Zahnbürste, übrigens die erste nach seiner Flucht vom Altschauerberg. Nachdem Rudi eine haarsträubende Lügengeschichte über seine angeblichen Heldentaten in Stalingrad zum Besten gegeben hatte, übrigens nicht wissend, dass maßgeblich wegen des zu späten Erkennens der Gegenoffensive aus Richtung Norden die 6. Armee vollständig eingekesselt, umgekommen oder gefangen genommen worden war, legte er sich auf das von den Pionieren losgeschnittene Sofa und schlief direkt ein. Als der Schweighöfer Michel am nächsten Tag den Zustand seines Panthers kontrollieren und sich gewissenhaft auf seine Aufgaben als Fahrer vorbereiten wollte, stellte er fest, dass der Panther nicht mehr auf seinem angestammten Platz zu finden war. Also sah er in der Feldwerkstatt nach. Vergeblich. Noch bevor er Meldung erstatten konnte, wurde der Schweighöfer Michel von der Militärpolizei festgenommen. In einem späteren Kurzverfahren wurde zweifelsfrei belegt, dass der Schweighöfer Michel den mutmaßlichen Dieb, den Rudi, seit Kindertagen kannte und ihm vermutlich beim Diebstahl des Panthers sowie mit dem Abtransport des geplünderten Sofas unterstützt hatte. Der Schweighöfer Michel konnte keine glaubwürdige Erklärung der Umstände liefern und wurde daraufhin wegen Diebstahls von Wehrmachtseigentum und Wehrkraftzersetzung zu lebenslanger Zwangsarbeit in einer Waffenfabrik verurteilt und in das MIAG-Werk in Dresden überstellt. Noch während der Schweighöfer Michel zusammen mit anderen Straftätern, Spionen, Deserteuren und Kriegsgefangenen übelster Couleur in einem Güterwaggon Richtung Westen abtransportiert wurde, fuhr Rudi komfortabel mit guten 50 km/h und einem grünen Zarensofa unter einer Tarnplane auf dem Panther nach Emskirchen. Freilich war Rudi kein Navigationsgenie. Und so brauchte er insgesamt 6 Monate für die rund 2300 Kilometer, wobei hinzuzufügen ist, dass Rudi über Ungarn und Österreich fuhr, um sich nach langer Zeit mal wieder einen klaren Tropfen im Tiroler Sandhof zu genehmigen. Endlich wieder am Altschauerberg angekommen, bezahlte Rudi die Schweighöfer Waltraud und ihre jüngere Schwester, ihres Zeichen Ehefrau und Schwägerin des Michels, mit den letzten 10 Reichsmark, die er dem Michel ebenfalls gestohlen hatte,
um das Sofa in den ersten Stock zu schleppen, während er den Panther in die Garage links vom Eingangstor des Hofes parkte. Nun, so dachte sich Rudi beim Anblick des Panthers, so war mein erstes eigenes Auto doch kein Mercedes. Doch er schwor sich, bis Ende des Krieges noch zu einem zu kommen und vielleicht auch noch zu weitaus mehr.